Wir sind hier bei unseren Schwarzschwanz-Pyrrhé-Hunden und freuen uns über vierfachen Nachwuchs. Die Jungtiere sind ungefähr Ende April zur Welt gekommen. Wir haben es nicht genau sehen können, weil sie in einem selbstgetragenen Tunnel und Bau geboren wurden und dort die ersten Wochen von der Mutter versorgt worden sind. Jetzt werden sie langsam selbstständiger und kommen heraus und fangen an mitzufressen und spielen und toben in der Außenanlage. In freier Wildbahn in Nordamerika leben die Präriehunde in kleinen Familienverbänden, die sich aber auch zu größeren Kolonien zusammenschließen können und dann mehrere tausend Tiere beinhalten können. Und um sich sicher zu sein, wer jetzt zu welchem Familienverband gehört, beschnüffeln sich die Tiere und das schaut dann für uns aus, als würden sie sich küssen. Aber eigentlich wollen sie nur wissen, wer wer ist und wer zu wem gehört. Unsere Anlage beinhaltet ein kleines Highlight, das sind die zwei Beobachtungskuppeln, die wir haben. Dort kann man den Präriehunden auf Augenhöhe begegnen und sehen, wie sie ihre eigenen Tunnel und Gänge graben. Und jetzt, wo die Sonne mehr rauskommt und es wärmer wird, sieht man sie immer vermehrt und man kann sie gut beobachten.